Willkommen in Arkadien, der Heimat der Schäfer, Schafe und des Dunks. Nun, ich bin natürlich Markus, einer der erfolgreichsten Händler der griechischen Welt. Hast du wirklich noch nie von mir gehört? Man kennt mich von Kefalinia bis Kos. Wenn du je Geld für irgendwas bezahlt hast, habe ich vermutlich einen Anteil davon bekommen. Aber genug von mir. Zurück zu dem, weswegen du hier bist. Ich habe kürzlich ein Angebot abgegeben, um Ackerland zu kaufen. Leider hat der Besitzer es abgelehnt, und zwar wegen völlig haltloser Gerüchte. Ich soll einmal 3 Bauernhöfe auf Kosten niedergebrannt haben. Ist das zu glauben? Ich habe noch nie einen Bauernhof niedergebrannt. Ich mag mal jemanden bezahlt haben, das zu tun, aber ich versichere dir, dass meine Absichten absolut tadellos waren und es zum Besten aller Beteiligten geschah. Arkadien war für seine idyllischen Naturlandschaften bekannt. Bauern und Schäfer ließen sich von seiner Schönheit verführen und man erkennt leicht warum. Nun muss ich leider schon gehen, aber wir sehen uns wieder, wenn dein Besuch beendet ist. Bis dahin, mach's gut! Getreide war ein Grundnahrungsmittel in der griechischen Welt. Das ging so weit, dass Homer seine Mitmenschen als sterbliche Brotesser bezeichnete. Der Getreideanbau war ein aufwendiger Prozess. Wegen der trockenen Sommer war keine künstliche Bewässerung möglich. Die Bauern mussten sich daher voll und ganz auf den Regen verlassen. Dadurch hatten sie nur sehr kurze Zeitfenster für die Aussaat und Ernte. Bei einem Hof dieser Größe wurde jedes Jahr nur die Hälfte der Felder bestellt, während die andere Hälfte brach lag, um den Boden nicht auszulaugen. Dem Poeten Hesiodos zufolge war der Herbst die beste Zeit für die Getreideaussaat, der beste Monat für die Ernte war der Mai. Wenn die Bauern die Gelegenheit verpasst hatten, konnten sie glücklicherweise im Frühling noch Hirse pflanzen. Bevor auf einem Acker etwas gepflanzt werden konnte, musste das Land insgesamt 3-mal gepflügt werden. Einmal im Frühjahr, um Unkraut zu entfernen, einmal im Sommer, um den Boden zu lüften und ein letztes Mal im Herbst vor der Aussaat in der feuchten Erde. Der Pflug wurde von 2 Ochsen gezogen, während das Saatgut von Hand verteilt wurde. Nach der Aussaat bedeckte ein Bursche die Samen mit Hilfe einer Hacke wieder mit Erde, um sie vor hungrigen Vögeln zu schützen. Danach warteten die Bauern darauf, dass der Winterregen die Felder bewässerte. Außerdem beteten sie zur Göttin der Landwirtschaft, Demeter, und ihrer Tochter Persephone, in der Hoffnung, im nächsten Frühjahr mit einer reichen Ernte belohnt zu werden. Das Getreide wurde mit Hilfe eines gebogenen Messers namens Sichel geerntet. Mit dem Wind im Rücken mähten die Schnitter das Getreide und ließen es als Garben liegen, bevor sie mit der Ernte weitermachten. Nachdem das Getreide gemäht war, wurden die Garben zur Tenne gebracht. Die Viehzucht war ein wichtiger Teil der griechischen Landwirtschaft. Bauern hielten normalerweise Kühe, Esel, Schafe,
Ziegen, Schweine, Hunde, Gänse und Hühner. Die Tiere ernährten sich meist auf der Weide, aber sie bekamen auch einen Teil des geernteten Getreides, beschädigte Früchte sowie die Überreste der Olivenöl- und Weinproduktion. Das Vieh hatte vielerlei Nutzen. Der Dung wurde benutzt, um die Felder fruchtbar zu machen, und beim Grasen jäteten die Tiere Unkraut. Arkadien war eine bergige Region und angeblich die Heimat des Gottes Pan. Also hielten die Bauern eher Schafe und Ziegen, denn Kühe. Die meisten landwirtschaftlichen Werkzeuge waren selbstgemacht und bestanden aus Holz. Manche waren auch mit Eisen beschlagen. Das komplizierteste Hilfsmittel war der Pflug, der aus mehreren Teilen bestand, darunter Grindel, Zugvorrichtung und Joch. Eine zweiblättrige Hacke wurde benutzt, um den Boden zu bearbeiten. Außerdem gab es Werkzeuge zum Graben und Jäten. Nach der Ernte brachten Arbeiter die Garben zum Dreschen auf die Tenne, um die Körner vom Rest der Pflanze zu trennen. Ochsen oder Esel wurden an einem Pfosten in der Mitte der Tenne angebunden und herumgeführt, während ihnen Arbeiter die Garben unter die Hufe warfen. Durch das Stampfen der Tiere löste sich das Korn aus den Hülsen. Danach wurden die Überreste für das Windsichten gesammelt. In diesem Prozess wurden die schwereren Getreidekörner von der Spreu getrennt. Dabei wurde das Getreide mit einer hölzernen Schaufel in die Luft geworfen. In der Luft wurde die leichte Spreu vom Wind fortgeweht und nur die schwereren Körner blieben übrig. Um die restliche Spreu zu entfernen, füllte man das Getreide in einen flachen Korb namens Lignon, um es zu worfeln, bis nur noch saubere Körner übrig waren. Gerste, die zu Mehl verarbeitet wurde, unterscheidet sich von anderen Getreidesorten. Dreschen allein reichte nicht aus, um das Korn von den Spelzen zu trennen. Deshalb wurde es in einem speziellen Gerät, dem Frügetron, geröstet. Nachdem die Gerste geröstet war, wurde sie in einem Mörser zerstoßen. Das zerstoßene Getreide wurde dann mit einer Handmühle oder olynthischen Mühle zu Mehl gemahlen. Mahlen war ziemlich langweilig. Deshalb haben sich die Arbeiter oft mit einem Lied aufgemuntert. War die Gerste vollständig gemahlen, wurde sie mit einem Weidenkorb, dem Koskinon, gesiebt und war dann gebrauchsfertig. Getreidelager mussten dunkel, kühl, trocken, verschlossen und gut belüftet sein, damit das Getreide nicht verdarb. Hesiodos zufolge wurde zur Aufbewahrung von Getreide vor allem der Pithos benutzt, dasselbe Tongefäß, das auch als Büchse der Pandora bekannt wurde. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Griechen Getreide auch in kleinen, aus geflochtenen Ästen bestehenden Gebäuden gelagert haben. Bauernhöfe mussten so viel Getreide lagern, dass sie über das Jahr kamen und noch genug Saatgut für das nächste Jahr übrig blieb. Alle Überschüsse wurden entweder für magere Jahre zurückgelegt oder auf dem Markt verkauft.
wie schön, dich wiederzusehen. Du musst hungrig sein. Ich wäre es jedenfalls, wenn ich den Bauern so lange bei dieser Knochenarbeit zugesehen hätte. Nun, was kann ich sonst noch für dich tun? Wenn du es sagst, legen wir los. Welcher Monat ist Hesiodos zufolge der beste, um mit der Getreideernte anzufangen? Der Herbst war die Zeit, um Getreide zu säen, nicht um es zu ernten. Versuch es weiter. Fast, aber etwas zu früh. Versuch's nochmal. Der Januar war viel zu feucht für die Getreideernte. Wähle eine andere Antwort. Ja, der Frühling war der ideale Erntezeitpunkt. Ich schätze, ich bin nicht der einzig gebildete Mensch hier. Zeit für eine weitere Frage. Mit welchem Werkzeug haben Schnitter gemäht? Nein, mit dem Pflug wurde der Boden vorbereitet. Versuch's nochmal. Nein, das hätte vermutlich zu vielen versehentlichen Verstümmelungen geführt. Autschi. Was anderes? Mit Hacken wurde der Boden gelockert, nicht das Getreide geschnitten. Versuch es weiter. Mit welchem Werkzeug haben Schnitter gemäht? Ja, eine Sichel war ein gebogenes Messer. Ideal für die Ernte von Getreidegarben. Nur noch eine Frage übrig. Arkadien galt als Heimat welches Gottes? Athena war die Schutzgöttin Athens. Sie hat nicht mal in Arkadien gelebt. Versuch's nochmal. Zeus hat den Olymp den Bergen Arkadiens vorgezogen. Versuche es mit einer anderen Antwort. Panakia war Asklepios Tochter und hatte nicht wirklich eine Verbindung zu Arkadien. Aber versuche es ruhig weiter. Korrekt, diese bergige Region war angeblich die Heimat von Pan. Unglaublich! Man kann sicher sagen, dass dein Verstand mehr Weizen als Spreu enthält. Gute Reise! Ich hoffe, wir sehen uns schon sehr bald wieder.